Ja, heute haben wir mal wieder richtig altmodischen Horrors, zumindest wird er so angepriesen. Und zwar, Er kam nur nachts, beziehungsweise The Nightwalker von 1964, gedreht von William Castle. Und bei ihm weiß man ja schon, in welche Richtung es geht, beziehungsweise, dass es da irgendeinen doppelten Bodentwist oder besonderen Aufhänger gibt. Und bei diesem Film hier ist es eine Anfangssequenz, die ziemlich psychedelisch geraten ist, indem eine Stimme aus dem Off fragt, was der Sinn von Träumen ist. Und in dieser Szene kommt auch dieser Nightwalker, beziehungsweise dieses Monster vor, welches man aus diversen Plakaten kennt. Der kommt im Film so allerdings nicht vor. Und somit ist dieses psychedelische Intro ja eigentlich nicht wirklich sinnig integriert, weil es halt im restlichen Film gar nicht so sehr darum geht. Aber egal. Normalerweise finde ich William Castles Werke ja auch durchaus ganz nett. Ich bin jetzt nicht der größte Fan, aber Schrei, wenn der Tingler kommt, fand ich zum Beispiel durchaus gelungen. Er kam nun nachts, fand ich dann aber recht enttäuschend. Vielleicht auch, wie gesagt, weil ich eher schaurigen Gothic-Horror erwartet habe. Schließlich verspricht es das Cover auch, aber echten Horror sieht man hier nie. Stattdessen bekommt man es mit einem Grusel-Thriller aus der Feder des Psycho-Autors Robert Bloch zu tun. Und schnell kann man den Twist auch herausahnen, beziehungsweise kann man durchaus schnell darauf kommen, in welche Richtung sich der Film entwickelt. Es ist eben wieder eine dieser Geschichten Spoiler, in dem sich der Spuk als perfide Taktik entpuppt, um einen Menschen in Wahnsinn zu treiben. Das gibt es jetzt zum Beispiel mit einem Fragezeichen zuhauf. Ich wusste so schon relativ schnell, wohin es geht, deswegen war es gerade in der Mitte wenig interessant. Hier ist das einfach insgesamt kaum spannend gemacht und bis auf die psychedelische Sequenz zu Anfang, die ich ja gerade schon erwähnt habe, gibt es keinerlei Besonderheiten. Ein paar Spielereien mit der Kamera, ansonsten ein bisschen Nebel, das war's. Charme hat die Produktion meiner Meinung nach auch nicht wirklich, trotz des Alters. Der Look ist oftmals irgendwie billig und zum Beispiel die Szene in der Kirche mit den Wachsfiguren war eher absurd als effektiv. Die Schauspieler sind ebenfalls im Mittelmaß und so bleibt am Ende ein undurchsichtiger, enttäuschender und im Großen und Ganzen eher vergessenswerter Streifen übrig. The Nightwalker. It might be too much for you. Ja, hier ist seine Edition natürlich nirgendwo anders erschienen als in der Fluch der Galerie des Gauns, also der aktuellsten Galeriebox von Anolis Entertainment, und kein anderes Label würde besser passen, um sich diesen Film anzunehmen von William Castle. Und halt als Nummer 4 der letzten Box, ist also doch schon einige Zeit her. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber es könnte sogar sein, dass das die erste deutsche VÖ überhaupt ist, aber es ist zumindest, bin mir eigentlich ziemlich sicher, die erste Blu-ray-Version, die es in deutschen Landen gibt. Das Cover gefällt mir überhaupt nicht. Also gut, okay, es ist jetzt nicht wirklich hässlich, aber ich finde, es ist ziemlich nichtssagend, passt irgendwie nicht zu dem Film. Gut, die Szene kommt so zwar vor, aber also irgendwie sieht es nicht besonders schön aus. Das hat nichts von einem Horrorfilm an sich oder von so einem Geister oder wie man den Film bezeichnen möchte. Also ich finde, das passt einfach nicht. Naja. Ja, gucken wir mal rein. Wie gesagt, Blu-ray und DVD. Da haben wir hier einmal die Blu-ray und einmal hier die DVD, die deutlich schöner aussieht. Da, das Cover sieht cool aus. Mit diesem Dämon, der da auf der Frau sitzt. Der kommt zwar nie vor im Film, wird auch nicht angedeutet oder man sieht ihn überhaupt nicht. Aber das Cover dann auch hier mit dieser Hand, die dieses Auge hält, das man am Anfang sieht. Das sieht deutlich, deutlich schöner aus. Das ist die DVD, meine ich, ja. Das sieht deutlich, deutlich schöner aus. Und da hätte ich mich gefreut, wenn man dieses Cover hier irgendwie, das ist anscheinend italienisches oder spanisches oder so, wenn man das vorne draufgepackt hätte. Ja, wie gesagt, dann haben wir hier auch noch das Booklet, wie man es kennt. Erstmal eine Zusammenfassung von William Castles Leben und so, was er gemacht hat. Dann geht es ein bisschen über die Dreharbeiten und die Darsteller, wie man es kennt. Geschrieben von Robert Zion, der, glaube ich, ansonsten bisher noch gar kein Anolis Booklet geschrieben hat. Man möge mich vielleicht korrigieren, wenn es bin ich da falsch liege. Ja. Ist ab 16 Jahren freigegeben, was ich Quatsch finde, aber egal. Dann haben wir noch ein paar Bonusmaterialien, also ein Audiokommentar. Und dann auch mit Robert Zion, Radiospot, deutsche Titelsequenz, Filmprogramm und so weiter. Geht 82 bzw. 86 Minuten und ist eine schöne Bildqualität. Ja, allerdings muss ich sagen, diesen Film empfehle ich tatsächlich nicht, das hatte ich ja gesagt. Das liegt aber nicht an der Edition, sondern einfach am Film.
Also wenn ihr euch den Film trotzdem angucken wollt, dann kann man natürlich bei Anubis immer zugreifen.